Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen To-Review-Video. Heute geht es darum, dass ich eine Alternative gesucht habe, wo ich unterwegs für euch arbeiten kann, Musik machen kann, aber natürlich auch zocken kann. Ich habe rumgefragt, womit kann ich denn am besten arbeiten, und ich sag mal so, Vincent Lee sollte jedem ein Begriff sein von Julian Bam, hat mir den MSI GE73 8RF Raider RGB empfohlen, und ja, ich habe einfach mal gefragt, ob die mir einen zur Verfügung stellen, damit ich darüber reden kann und testen kann und ob er tatsächlich das verspricht, was er ja mir gesagt hat. Leider habe ich absolut gar keine Ahnung von PC-Specs, Grafikkarten oder sonst was. Das heißt, ich werde euch praktisch später zeigen, was das bedeutet, was ich damit machen kann und ob es funktioniert. Daher lese ich euch einfach erstmal vor. Die CPU ist ein Intel Core i7-8750H Prozessor der 8. Generation bis zu 4,1 GHz mit Intel Turbo Boost Technik 2.0. 9 MB Intel Smart Cache. An dieser Stelle möchte ich noch ergänzen, dass das Notebook mit der Intel Coffee Lake Technologie läuft, was ich vergessen habe. Grafikchip ist ein Nvidia GeForce GTX 1070 mit 8 GB GDDR5 VRAM und eine optimierte Lüftung. Ziemlich wichtig für das, was ich mache, ist natürlich auch viel Speicherplatz. Dafür ist einmal eine 256 MB SSD-Festplatte eingebaut, was natürlich super gut ist für meine Plugins beim Musikproduzieren. Aber für die Daten selber ist noch eine Festplatte eingebaut mit 1 TB, was, finde ich, absolut krass ist, weil das ist echt viel. So, und kosten tut der Spaß ungefähr 2000 Euro. Ich kenne mich leider, wie gesagt, nicht mit den technischen Sachen aus und ob das ja das wert ist. Aber ihr werdet weiter gleich sehen, ob alles funktioniert und so. Aber ich finde es ziemlich gerechtfertigt. Also dafür, dass ich keine Ahnung habe. So, Freunde, natürlich wird das GE73 auch fürs Produzieren getestet. Was heißt auch, eigentlich sollte es hauptsächlich dafür da sein. Alles andere ist so, naja, wichtig, aber jetzt nicht das Wichtigste. Ich kann schon wieder nicht reden. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist natürlich, es hat Lautsprecher. Wow, natürlich hat es Lautsprecher. Die Lautsprecher sind für einen Laptop, muss ich sagen, extrem gut, extrem, ich will nicht sagen laut, aber klar, ganz klar, man hört die tiefen Frequenzen relativ schwierig, was aber jetzt auch nicht wirklich verwunderlich ist, aber es ist jetzt zum Musikproduzieren natürlich nicht das, was man braucht, dafür braucht man schon ordentliche Lautsprecher oder Kopfhörer. Was natürlich mir wichtig ist, ist der Delay, beziehungsweise wie lange dauert es, wenn ich auf eine Taste drücke, bis der Sound zu hören ist. An meinem Computer habe ich natürlich extrem gute Specs und eine Soundkarte, die extrem hochwertig ist. Trotzdem ist mir aufgefallen, dass mit ASIO der Delay auf dem Laptop bei 12 Millisekunden liegt und auf meinem PC auf 24. Das heißt, ich muss sagen, dass das definitiv geiler ist als an meinem Computer. Und ja, das liegt wahrscheinlich mal wieder an mir, weil ich einfach zu dumm dafür bin. Aber das ist auf jeden Fall schon ein mega Pluspunkt. Der enorm große Arbeitsspeicher erlaubt mir natürlich auch, große Dateien sehr schnell zu rendern bzw. zu speichern. Gerade Wave-Dateien neigen dazu, ziemlich groß zu sein. Und das kann natürlich bei einer großen Session dauern. Das ist hier nicht der Fall. Werden wir aber auch noch beim Videoschneiden drauf kommen. Und ich muss sagen, egal wie groß die Session ist, ich habe bis jetzt kein Knacken gehabt. Das Knacken kommt natürlich, wenn der Arbeitsspeicher und so weiter nicht mehr damit zurechtkommt, dass er so viel verarbeiten muss. Und da muss ich sagen, da ist bis jetzt nichts passiert. Was mir natürlich aufgefallen ist, Bluetooth kann der Laptop natürlich von vorne bis hinten, aber zum Produzieren, und das sage ich auch oft genug, ist es nicht von Vorteil, Bluetooth-Kopfhörer zu benutzen, sondern steckt ordentliche Kopfhörer in die Kopfhörerbuchse, weil ihr habt definitiv Delay, ihr habt
Verzögerung. So, Freunde, kommen wir natürlich zum nächsten, das Zocken, Freunde. Ich zocke liebend gerne, ich zocke seit Jahren und ich habe nebenbei meinen Gaming-Kanal wieder gestartet, Call of Duty. Ich bin hyped und ich sag mal so, ich möchte unterwegs auch zocken können. Also nicht nur Musik machen, nicht nur arbeiten, Videos machen und so weiter, sondern natürlich auch zocken. Und da muss ich sagen, das ist der Wahnsinn. Also zu Hause, mein Computer hat 144 Hertz, ist halt ein Gaming-Bildschirm und so weiter. Aber der hier hat 120 Hertz für einen Laptop. 3 Millisekunden und da, also da muss ich sagen, das ist Wahnsinn. Grafikkarte GTX GeForce 1070 und ein Intel Core i7. Also ich denke, wer Ahnung hat, weiß selber, wie unglaublich schön sich das anfühlt. Von der Grafik her, es gibt natürlich eine 4K-Version, die hat allerdings keine 120 Hertz, keine 3 Millisekunden und da muss ich sagen, das ist es mir nicht wert, weil ich möchte mich ab und zu auch mal ablenken, ich möchte zocken können und ich möchte das Ganze in einer guten Qualität, so wie zu Hause am PC machen können und dafür muss ich sagen, das ist ein unglaublich schönes Spielerlebnis und es macht einfach Spaß, es sieht schön aus. Einzige negative Sache, und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, das ist, wenn man Kopfhörer auf hat, nicht ganz so schlimm, aber das Kühlungssystem, also das heißt, dieses Ultra Cool Boost ist schon laut. Positiv daran ist natürlich, das Ding wird nicht heiß, die Grafikkarte wird nicht heiß, ihr könnt durchzocken, so viel ihr wollt, ihr könnt schneiden oder sonst was. Ja, das ist halt die positive Seite. Muss man selber wissen, ob einen das stört oder nicht. Kommen wir kurz zu den Anschlüssen. Ganz hinten ist ein Kensington-Schloss, danach Ethernet-Anschluss, HDMI, Mini-Displayport, USB 3.0 Type-A, USB 3.1 Type-C, Kopfhörer und natürlich Mikrofonanschluss. Auf der anderen Seite haben wir einen SD-Kartenleser, super für die Kamera, und einen USB 3.0 Type-A. Die USB-Anschlüsse sind rot beleuchtet, kann man in der Software natürlich ändern, ist aber ziemlich geil, wenn man nachts zum Beispiel irgendwas anschließen muss und, naja, nicht alles erkennen kann. Außerdem kommen wir natürlich zu der wunderschönen RGB-Beleuchtung, wo ich sagen muss, das ist echt der Hammer, das sieht einfach nur schön aus und es ist auch noch praktisch, zum Beispiel könnt ihr Tasten einzeln beleuchten, das ist super, wenn ihr zum Beispiel zockt und nachts die Tasten nicht seht oder einfach nicht mehr wisst, wo die Tasten waren oder sonst was. Das könnt ihr alles in der Software einstellen und ist mega praktisch. Hi. Also, was mir auch direkt auffällt beim Schneiden, das Wichtige ist natürlich, dass man ruckelfrei arbeiten kann, dass die Vorschau auf voll gesetzt werden kann und man keine Probleme bekommt, wenn man genug Color Correction draufpackt, Effekte, Stabilisatoren oder sonst was. Das funktioniert alles optimal. Wichtig ist natürlich auch, dass das Rendern nicht zu lange dauert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem Arbeitsspeicher, bei 32 GB, das Ding rendert so schnell. 10 Minuten Video, ihr kennt mich, über 10 Minuten, Ehrenmann, dauert maximal 4 bis 5 Minuten, was auch auf meinem Haupt-PC ja ungefähr so hinkommt. Und das ist schon für einen Laptop echt gut. So, Freunde, kommen wir zum kleinen Fazit. 2000 Euro sind natürlich eine Stange Geld, aber was bekommen wir dafür? Wir bekommen einen Laptop, der tatsächlich groß genug ist, um gut damit arbeiten zu können. Es ist nicht zu schwer zum Rumtragen, das ist auch sehr wichtig. Wir haben, finde ich, eine sehr gute Auflösung. Wir können sehr gut zocken, also wirklich ruckelfrei. Und es sieht einfach schön aus, es macht Spaß. Die Tastatur, ihr seht selber, es sieht schön aus. Ich liebe LEDs, ich liebe RGBs, was weiß ich. Freunde, das macht einfach Spaß. Videos schneiden komplett easy, also genau zum Arbeiten gedacht, aber auch für Spaß. Zum Musik machen, muss ich sagen, war es für mich eine riesige Überraschung, dass das Ganze sehr latenzfrei funktioniert und dass man damit einfach Musik machen kann. Eigentlich genau das, was man will. Also für jeden, der etwas dafür braucht und das gerne auch rumtragen möchte oder einfach als Hauptsystem benutzen will. Ich glaube, damit fährt man ziemlich gut. Kurz gesagt, ich bin sehr zufrieden. Die Zukunft wird zeigen, wie gut ich damit arbeiten kann. Es wird auf jeden Fall ein Video noch kommen mit Technik, die ich benutzt habe bis dahin und die ich weiterhin benutze und ob es sich überhaupt gelohnt hat, ob ich alles richtig gesagt habe oder nicht. Seid da gespannt, da kommt auf jeden Fall der Laptop dann auch drin vor. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Macht es gut. Peace.